Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, mal wieder ein Let's Play bzw. ein Let's Build. Ich habe das jetzt lange nicht mehr gemacht mit diesen Voice-Overs. Das ist jetzt voll seltsam. Ja, wie ihr seht, ist das die magische Farm. Ich wollte gerade wieder sagen magische Bibliothek, aber das ist die romantische Bibliothek. Nein, ich verwechsel die gar nicht vom Namen her. Ja, ich habe tatsächlich noch weiter gebildet, weiter gebaut gehabt an diesem Bauprojekt. Also das sind noch Aufnahmen von, als ich damals das angefangen habe quasi. Und ja, die wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Ich habe tatsächlich vor, dieses Gebäude nochmal, dieses Gebäude, dieses, das sind ja eigentlich drei Gebäude, dieses Bauprojekt nochmal fertigzustellen. Genauso wie die, jetzt hätte ich gerade wieder fast gesagt, magische Bibliothek, die romantische Bibliothek, die möchte ich auch gern noch fertig machen. Ja, und jetzt habe ich dafür quasi wieder Zeit und Lust und kann mich darauf wieder so ein bisschen besser konzentrieren. Und deswegen, ja, dachte ich, mache ich das jetzt mal. Wie ihr seht, bin ich da gerade sehr am Kämpfen mit den Säulen, welche ich auswählen soll. Und irgendwie passen die alle nicht gut. ja, dadurch, dass jetzt so viel Zeit vergangen ist, weiß ich natürlich selber nicht mehr, was genau ich in diesem Video bzw. in diesem Abschnitt, den ich noch gebaut hatte, mache. Ja, beziehungsweise ich weiß, dass ich das eine Haus, diese eine Hütte, die ich da gebaut habe, noch weitermache. Ich glaube, ich habe mich jetzt für diese Pfeiler entschieden oder ich wollte mal gucken, wie die komplett angebaut aussehen. Jetzt gehe ich über zu irgendwas anderem, weil ich mich nie lange auf eine Sache konzentrieren kann und immer plötzlich denke, oh mein Gott, ich könnte jetzt das noch machen. Ich hoffe, ich rede nicht zu laut, beziehungsweise wenn ich zu laut rede, dann korrigiere ich das einfach gleich in der Nachbearbeitung. weil, wie gesagt, ich habe das echt lange nicht mehr gemacht und meine Kopfhörer, ich hatte mir extra neue Kopfhörer gekauft, schon vor einer Weile, eigentlich für die Aufnahme von Let's Plays, aber dann habe ich keine mehr gemacht. Deswegen war das sehr sinnvoll. Ich meine, ich habe die Kopfhörer natürlich auch so benutzt, aber ja, und ich merke gerade, wir sind erst bei 2 Minuten und mir tut bereits der Hals weh, weil ich glaube, ich voll angestrengt rede. Ich muss mich mal wieder ein bisschen entspannen. Ja, jetzt bin ich da irgendwas mit den Bäumen am Machen und Tun. Ich glaube, ich fand das auch irgendwie, also eigentlich ist es total schön, dass es halt so eine, ja, beschneite Landschaft halt gerade ist, weil es da gerade Winter ist. Und das gehört ja auch zu diesem Flair von dieser magischen Farm irgendwie dazu. Von daher finde ich das an sich gut. Aber es erschwert halt zum Beispiel so Sachen wie hier das mit dem Dekorieren der Landschaft, das Landscaping. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt. ja, also ich kann zum Beispiel die Farben von den Sachen, von den Blumen hier überhaupt nicht sehen. Also habe ich einfach irgendwas gewählt, weil es sieht eh alles gleich aus. Ja, aber ich war eben, wie gesagt, noch bei dem Pavillon und jetzt bin ich plötzlich bei der Landschaft, weil ich irgendwie plötzlich Lust hatte, die Landschaft zu machen. Und das ist übrigens schon zweifache Geschwindigkeit. Also ihr könnt euch etwa vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, um mir da bestimmte Sachen auszusuchen. Ich bin gerade am Überlegen, vielleicht hätte ich es doch dreifache, vierfache Geschwindigkeit machen sollen. Das sieht jetzt überhaupt nicht aus wie zweifache Geschwindigkeit. Aber ich kann euch versichern, ich kann sogar jetzt gerade nochmal nachgucken, es ist zweifache Geschwindigkeit. Es sieht halt nur nicht so aus. Ja, das, was ich jetzt da mache, ist auch sehr sinnvoll, weil man kann es so gut sehen im Schnee. So gut. Es ist beeindruckend, wie schön das aussieht. Es ist einfach alles nur weiß. Warum? Aber ich meine, ja, wenn es dann halt nicht mehr alles weiß ist, sieht man es halt wieder. Und es würde halt kahl aussehen, wenn ich da jetzt nichts hinmachen würde. Ich glaube, das war so mein Gedanke. Und so ganz viele Blumen und so, ich finde, das gehört zu so einem magischen Vibe irgendwie auch mit dazu. Deswegen, ja. Also ich hatte ja in dem, ich weiß gar nicht, ob es im letzten oder ich habe es wahrscheinlich auch im allerersten Teil erzählt, dass das halt alles so von Moda Sushi inspiriert ist. Und ja, ich bin immer noch sehr großer Fan von, ich wollte gerade sagen, der Serie, von dem Universum, sage ich mal, weil inzwischen gibt es da ja, also es basiert ja auf einem Roman und inzwischen gibt es da ja alle möglichen Adaptionen von. Darüber wollte ich auch noch mal ein extra Video, also ich, beziehungsweise ich hatte sogar schon mal ein extra Video,
für meinen Hauptkanal gemacht dazu, wo ich über alles rede, alles erkläre, warum, also worum es da geht, warum ich das toll finde, wie die einzelnen Adaptionen, also welche, was so die Unterschiede sind und all so ein Zeug. Aber das habe ich halt aufgenommen 2019 im Sommer und da wusste ich halt teilweise manche Sachen noch nicht, weil dadurch, dass es halt auf einem chinesischen Roman basiert und ja, da viele halt chinesische Elemente drin sind, mit denen ich vorher halt überhaupt noch nicht vertraut war. Und ja, die ich zwar jetzt kenne, aber auch jetzt finde ich das immer noch schwierig, das irgendwie zu erklären ordentlich. Und das habe ich halt in dem Video auch nicht gut gemacht. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das doch nicht hochzuladen, obwohl ich tatsächlich zwei Teile davon geschnitten hatte. Aber ja, ich hing die ganze Zeit daran. Also ich hätte schon viel früher wieder mehr Videos und so gemacht, glaube ich, wenn ich mich da früher entschieden hätte, das einfach nicht hochzuladen, beziehungsweise ich möchte es jetzt nochmal neu aufnehmen. Also ich habe noch meine Notizen von damals, was ich mir alles aufgeschrieben hatte. Sehr lustig, wie da gerade die eine Hecke auf einmal wieder Farbe hatte, nur weil sie so ein bisschen unter dem Dach steht. Ja, wie man sieht, ich lasse mir sehr viel Zeit mit dem Landscaping, obwohl man nichts sieht, weil es Winter ist. Und jetzt mache ich da so einen kleinen Unterstand und der ist dafür gedacht, dass man da halt Sachen anpflanzen kann, halt auch im Winter, weil sobald das halt überdacht ist, kann man das ja das ganze Jahr über, also wächst das ja die ganze Zeit. Und das ist ja eine Farm, also es ist ja eine magische Farm. Ich müsste eigentlich das irgendwie nochmal auf ein größeres Grundstück machen oder so, weil inzwischen, damals als ich das gebaut habe, gab es ja noch nicht die, das Erweiterungspack, von dem mir gerade der Name jetzt nicht einfällt. Das gab es da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also das mit den ganzen Farben. Wie heißt es denn nochmal? Mir ist es schon gestern nicht mehr eingefallen, weil ich da auch darüber geredet habe. Ja, auf jeden Fall gab es das Cottage Living. So heißt es zumindest auf Englisch. Ich weiß gerade den deutschen Namen, weiß ich sowieso eigentlich nie. Genau, das war da noch nicht draußen. Jetzt inzwischen kann man dann ja auch Kühe und Hühner haben. Und Häschen vor allen Dingen. Also gut, die Häschen sind ja in diesen kleinen, wie heißen die, diesen kleinen Bauten. In diesem kleinen Baumstamm da. Das kann ich ja einfach da hinstellen. Also dafür brauche ich ja nicht ein größeres Grundstück. Und eigentlich, ich glaube, die würden auch nicht Hühner und Kühe halten. Lamas vielleicht. Lamas wäre irgendwie lustig. Wenn es Esel geben würde, das wäre sehr lustig. Ja, hier habe ich versucht oder probiert, wie ich das am besten mit diesem Unterstand für die Lebensmittel? Für die Sachen, die anpflanzen wollen. Wie ich das damit am besten mache. Ja, und hier wieder der sehr gute Moment, dass man nicht sieht, wie das doch überhaupt aussieht, weil alles vollgeschneit ist. Aber ich gebe mein Bestes. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich jetzt das weitermachen würde. Ich glaube, es ist in dem Save-File nicht mehr Winter. Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher. Es könnte auch sein, dass ich den gar nicht mehr angefasst habe, nachdem ich das hier gemacht habe. Weil ich mir gerade nicht sicher bin, auf welchem Save-File das war. Sorry, falls ich jetzt gerade laute Geräusche mache. Mir ist nämlich was runtergefallen. Das wollte ich mal eben aufheben. Ich bin übrigens voll paranoid. Ich habe Angst, dass es irgendwie doch nicht alles auf. Doch, es nimmt auf. Es nimmt alles auf. Yay. Oh, ich habe das echt so lange nicht mehr gemacht. Ich dachte auch die längste Zeit, dass mein neuer Gaming-Laptop, den ich mir dann ja holen musste. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe irgendwann ja mal doch davon erzählt, dass. Was wollte ich sagen? Ich habe irgendwann ja nochmal davon erzählt gehabt, dass ich Probleme mit meinem Laptop hatte. Und ja, also ich hatte Probleme mit dem einen Laptop, dann hatte ich Probleme mit dem Laptop danach auch. Relativ schnell. Und dann brauchte ich nochmal einen neuen. Also es war alles sehr dramatisch. Da bin ich sehr dankbar, dass mein Vater mir da ja, Geld gegeben hat. Jetzt habe ich zwar Schulden bei ihm, aber dafür ja, konnte ich wieder einen Laptop haben, weil ich brauche das einfach. Ja, genau. Ach so, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich Angst hatte oder ich dachte irgendwie, dass dieser Laptop, obwohl es auch ein Gaming-Laptop ist, dass der nicht gut damit umgehen kann, wenn ich was aufnehme. Aber ich habe inzwischen tatsächlich sogar wieder neues Material, auch von Sims, aufgenommen. Und ja, das hat super funktioniert. Also da hatte ich gar keine Probleme. Das werdet ihr dann auch wahrscheinlich demnächst sehen. Da habe ich angefangen, das Haus, in dem ich jetzt wieder wohne, also mein Familienzuhause, zu bauen.
Und ja, das werde ich euch dann auch demnächst zeigen. Hoffentlich. Also ich gehe momentan davon aus. Ja, hier sieht man das wieder. Wenn man die Pflanzen nah genug ran macht, stehen die halt so unterm Dach, dass man sie doch wieder erkennen kann. Aber im Winter sehen die sowieso alle hässlich aus. Also auch ohne Schnee. Da sehen die sogar mit Schnee schöner aus. Weil die sind halt ohne Schnee dann auch einfach nur so grau und leblos. Ja, aber es gewinnt langsam zumindest au außen mehr an Gestalt an. Ich bin wirklich in dieser Aufnahme sehr darauf fokussiert, das ganze Landscaping zu machen. Ich habe tatsächlich eigentlich auch, also ich weiß nicht, ob ich jetzt damit anfange, aber ich richte diese eine Hütte richte ich jetzt komplett ein. Ich weiß gar nicht, ob ich in einem vorherigen Teil, dann muss ich ja, ne, in einem vorherigen Teil alles gestrichen und zum Beispiel die Lampen reingemacht habe. Sieht so aus. Also gehe ich mal davon aus, dass ich das da gemacht habe und ihr das auch gesehen habt. Ja, hier wird jetzt die kleine Küche reinkommen. Ja, da bin ich gerade am struggeln, weil das sehr wenig Platz ist. Und auch die, ja, die Wände und so in diesem kleinen Gebäude sind halt ein bisschen unvorteilhaft für so Küche, um die Küche da ordentlich zu stellen. Ja, aber ich kriege das irgendwie hin. Das kann ich euch schon mal sagen. Ja, es kann sogar sein, dass jetzt der ganze Rest des Videos nur das Einrichten von diesem kleinen Gebäude ist. Nochmal sorry, falls ihr irgendwie laute Geräusche hört. Das ist mein Stuhl, wenn ich mich bewege. Ja, natürlich wollte ich die ganzen Sachen hier von Realm of Magic. Da fällt mir jetzt auch gerade der deutsche Titel nicht ein. Ja, die ganzen Sachen wollte ich natürlich benutzen, weil das ist ja letztendlich ein, ja, Realm of Magic Gebäude, was ich hier gebaut habe. Ja, da bin ich aber am Überlegen, welche oberen Dinger dazu am besten passen. Ich musste gerade kurz pausieren, weil ich dachte, dass meine Mutter nach Hause gekommen wäre. Aber es ist, glaube ich, nur die Geräusche von der Katze, die irgendwie schnarcht oder komisch atmet im Schlaf. Also Geräusche macht im Schlaf. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich die Synchronisation von meiner Tonaufnahme und in dem Video total zerstört, weil ich gerade das Gefühl hatte, dass der Ton aus dem Laptop kommt und nicht über meine Kopfhörer, weil ich habe die Musik halt, ich mache die immer relativ leise, damit ihr meine Stimme mehr hört als die Musik. Aber es klang gerade irgendwie so, als also sie klang so leise, dass ich dachte, sie wäre aus meinem Laptop und nicht über die Kopfhörer. Das war gerade etwas irritierend. Es tut mir sehr leid, falls es irgendwie jetzt sehr unsynchron ist. Wobei das sowieso, ich rede ja eigentlich nicht die ganze Zeit darüber, was ich da gerade mache. Von daher ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Ja, ich merke gerade so jetzt so nach 10 Minuten gewöhne ich mich wieder daran, mehr so ein Voice-Over zu machen. Ich finde eigentlich so Voice-Over, also ich finde es einerseits super praktisch, weil ich mag das einfach zu bauen ohne zu reden, weil ich finde, wenn ich rede, während ich das baue, lenke ich mich die ganze Zeit selber ab. Und dann kann ich mich nicht nur auf das Bauen konzentrieren und ich konzentriere mich gerne nur auf das Bauen und ja, lasse mich da vollkommen drauf ein. Und wie ihr seht, ich bin ja auch viel am, ne? Also, ich brauche Ewigkeiten, um mich für irgendwas zu entscheiden. Und wenn ich dabei auch noch reden würde, fühle ich mich immer noch mehr unter Druck gesetzt. Also, das ist so ein Nachteil von, ja, das ist ein Vorteil davon, Voice-Over zu machen im Nachhinein. Und ich kann es halt auch schneller zeigen. Das ist halt auch immer gut. Beziehungsweise ich kann auch Sachen rausschneiden. Gut, das kann ich auch, wenn ich das nicht mache. Aber ja. Aber der Nachteil ist halt, dass ich dann den Ton halt. Also ich muss halt quasi zweimal was aufnehmen. Einmal das, wo ich rede und einmal. Also beziehungsweise einmal das, wo ich halt baue. Und dann das, wo ich rede. Wenn ich das, wo ich rede, zuerst aufnehme, macht das ja gar keinen Sinn mehr. Ja, das ist halt dann immer ein bisschen nervig. Also es ist quasi so ein doppelter Aufnahmeaufwand, wobei halt Bauen aufzunehmen, dafür muss ich ja nicht alleine sein. Das kann ich ja einfach so machen. Das ist halt dann wieder ein Vorteil. Ja, aber wenn ich das gleichzeitig aufnehme, also baue und gleichzeitig rede, dann muss ich halt nicht synchronisieren. Ich muss nicht irgendwie was abpassen. Das ist irgendwie, ja. Ja, dann habe ich halt beides schon gleichzeitig zusammen. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe es gerade total unsinnig erklärt. Ja, ich bin hier schon ein bisschen am Rumdekorieren. Ich finde, ich habe dieses ganze Gebäude richtig, richtig cool dekoriert. Also mir hat das so viel Spaß gemacht. So, diesen Stil finde ich halt auch einfach richtig schön. Ja.
Ich finde es immer noch sehr irritierend. Diese Kopfhörer sind sehr Noise Cancelling. Also ich höre halt nicht viel, was außerhalb der Kopfhörer passiert. Und wenn ich dann dabei rede und so eine Aufnahme mache, hört sich das die ganze Zeit für mich selber total seltsam an. Ich hatte aber, glaube ich, mal rausgefunden, wie ich das machen kann, dass ich mich selber auch besser hören kann. Aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Naja, ich werde es irgendwann mal wieder rausfinden oder ausprobieren, aber halt nicht jetzt. Jetzt ist es schon zu spät. Aber ich weiß, dass es irgendwie geht. Vielleicht war es doch einfach nur eine Taste an dem Ding hier. Also ich habe so ein kleines Ding, wo ich auch den Ton anmache, an- und ausmachen kann. Ja, aber daran will ich jetzt auch nicht zu viel rumspielen. Nicht während ich was aufnehme. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll. Ja, ich glaube, wir sind jetzt sogar fast fertig mit diesem kleinen Kücheneingangsbereich. Ich finde, der ist sehr süß geworden. Alles sehr viel weiß und blau, weil das passt ja zu Lamangji. Und das ist ja so ein bisschen auch Cloud Recesses inspiriert, finde ich. Also so ist es zumindest in meinem Kopf. Ich weiß, dass es jetzt irgendwie nicht so viel damit gemeinsam hat, aber ich finde irgendwie vom Feeling her hat das viel damit gemeinsam, zumindest für mich. Falls ihr das überhaupt kennt, also wenn ihr es nicht kennt, sieht es vielleicht auch einfach schön aus. Ja, aber wenn ihr mehr darüber wissen wollt, also ihr könnt einfach Murder Sushi googeln oder The Untamed, also das Drama ist auch auf Netflix. Das sollte man da auch finden können. Und ja, jetzt kommen hier noch so die letzten Kleinigkeiten. Das Thermostat, der Rauchmelder, die Sachen, die man immer vergisst. Ich finde es immer noch schade, dass es keine Einbrecher in Sims 4 gibt. Ich weiß auch gar nicht, was so die aktuellen News sind, ob es das irgendwann nochmal geben soll, ob es irgendwie Hinweise drauf gibt. Aber ja, ich spiele momentan tatsächlich relativ viel Sims 2, will ich auch gerne Videos zu machen. Und da gibt es halt Einbrecher, logischerweise. Ich glaube, in Sims 3 gibt es auch Einbrecher. In Sims 1 auf jeden Fall. Und ja, da ist es immer wichtig, dass man einen Einbrecheralarm hinmacht, weil es wird der Einbrecher auch kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur sehr selten passiert oder sehr unwahrscheinlich ist. Achso, hier ist mir, glaube ich, aufgefallen, dass ich doch keine Spüle hatte und deswegen habe ich dann auch eine Spüle hingebaut. Diese Küche ist echt sehr klein. Ich habe sie auch nicht gespieltestet, aber vielleicht sollte ich das mal machen. Ich habe sowieso das ganze Magiezeug ist sowas, was ich jetzt nicht so viel, ja, viel mitgemacht habe. Aber ich habe mehrere Charaktere von Murder Sushi in Sims erstellt. Also ich habe zum Beispiel auch Shuyang. Der ist mein Lieblingscharakter. Den habe ich auch erstellt. Mit dem habe ich so ein bisschen Rags to Riches gemacht und Shaoxing Shen war seine Katze. Also das könnte ich zum Beispiel auch irgendwie mit einbauen. Also gibt schon ein paar Möglichkeiten. Da habe ich hier so ein paar Geister hingemacht. Ich fand das irgendwie süß und passend. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, gleich mal mit diesem Mini-Eingangsbereich fertig. Jetzt seht ihr mal, wie lange. Also es ist schon zweifache Geschwindigkeit. Ich verspreche es euch. Es ist wirklich zweifache Geschwindigkeit. Es sieht halt überhaupt nicht so aus. Aber es ist zweifache Geschwindigkeit. Ja, hier habe ich ganz viele Deko-Sachen mir schon mal rausgeholt, die ich unbedingt benutzen wollte oder die ich halt passend fand und benutzen könnte. Weil so muss ich zumindest später dann nicht nochmal suchen. Und ich suche nur nach irgendwas, ja genau, was ich da noch hinhängen kann. Und ich habe etwas gefunden. Ja, damit kann ich immer echt Ewigkeiten verbringen, da irgendwie einzelne Sachen rauszusuchen. Ja, ich glaube, jetzt bin ich fertig mit der kleinen Mini-Küche. Aber sie hat alles, was man braucht. Und sie ist süß, also was will man mehr? Jetzt gehe ich hier wieder raus in den Außenbereich, um noch die kleine Vorterrasse so ein bisschen. Vorterrasse? Wie nennt man das eigentlich? Also Terrasse ist ja hinten, aber wie nennt man das vorne? Da gibt es irgendein Wort für, das mir jetzt gerade nicht einfällt. Die Veranda? Nennt man das Veranda? Oder nennt man das hinten auch Veranda? Na, ist ja egal, ihr wisst ja, was ich meine. Ihr seht es ja. Ich finde die Musik, die ich dieses Mal ausgewählt habe, also die hätte ich schon mal ausgewählt, mir schon mal runtergeladen, ist so beruhigend. Ich könnte auch einfach nur die Musik anhaben und nicht reden und es wäre sehr schön. Genau, das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt einfach die Musik für einen Moment laufen lassen
Und ihr könnt der Musik einfach zuhören. Ich liebe es, überall diese kleinen Laternen hinzustellen. Die sehen einfach so niedlich aus. Ein paar weiße, ein paar rote, größtenteils die weißen und blauen. Also blau, hellblau ist sowieso meine Lieblingsfarbe, deswegen macht das Sinn. Ich hätte es wirklich noch viel mehr beschleunigen können. Ich brauche aber auch immer Ewigkeiten, mich für irgendwas zu entscheiden. Das ist ganz schlimm. Eine Mülltonne. Super wichtig. Vergesse ich auch teilweise voll oft. Dieses Mal habe ich dran gedacht. Ich verstecke sie gerne irgendwo, dass man die nicht so gut sieht. Dekoriere ich, suche ich noch weiter nach irgendeiner Pflanze. Ich finde es immer so unsinnig, wenn ich solche Sachen kommentiere, weil ich mir so denke, so ja, sieht man ja, was ich gerade mache. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, worüber ich reden soll. Ich habe schon so viel erzählt. Immerhin sieht man die Sachen ein bisschen, weil die unter einem Vordach stehen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe im letzten Video mich darüber beschwert, wie schwierig das war, dieses Dach zu machen. Jetzt kommen wir zum Hauptraum. Und zwar ist das das Schlafzimmer. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, irgendwie so alles ein bisschen zusammen. Und ja, ich glaube, ich habe es hinbekommen, das alles in ein Zimmer reinzuquetschen. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich glaube, ich habe es hinbekommen. Natürlich musste ich dieses wunderschöne neue Bett benutzen, weil das ist einfach. Es ist einfach so schön. Aber ich finde, man kann es halt, also zu dem Stil logischerweise, also ich baue ja alles nach diesem Realm of Magic Stil auf, zu dem Stil passt es, aber ich finde, das Bett ist so ein bisschen sperrig und ich weiß nie, also ne, das passt halt nur zu diesem bestimmten Stil. Ich weiß sonst nie, wann ich das irgendwie benutzen soll. Und ich habe es auch hier tatsächlich dann nicht benutzt, weil es einfach zu groß war. Es hatte dieses Fenster viel zu sehr verdeckt. Deswegen. Jetzt suche ich nach einem blauen Tisch. Ich glaube, hier habe ich auch Ewigkeiten gebraucht, mich mal irgendwie was zu finden, mit dem ich wirklich zufrieden war. Zumindest wenn ich mich gerade richtig erinnere. Es ist so lange her. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ja, hier habe ich versucht, den Teppich da irgendwie hinzutun, obwohl der eigentlich zu groß für die Stelle ist. Müsste ein kleines bisschen kleiner sein, dann würde das passen. Jetzt bin ich, glaube ich, am Überlegen, wie ich das am besten vom Layout her mache, wo ich was hinstelle. Ich überlege, da den Tisch hinzustellen, also den Esstisch. Ich weiß selber nicht mehr, wie zu ich mir wozu entschieden habe, was? Wozu ich mich wie entschieden habe? Wie ich mich wozu entschieden habe? Ja, keine Ahnung. Der Satz hat so schon keinen Sinn gemacht. Ja, aber wie gesagt, ich erinnere mich einfach selber nicht mehr, weil es zu lange her war. An die Küche konnte ich mich relativ gut erinnern, irgendwie. Ich weiß nicht mehr warum. Vielleicht, weil ich noch nicht so lange her ist, dass ich da mal Bilder zugesehen habe. Aber ja, es passt tatsächlich ein Stuhl sogar mit vier Plätzen, mit vier Sitzplätzen dahin. Ist schon für den kleinen Raum ist es schon beeindruckend. Sogar ein großer Tisch mit vier Stühlen. Aber vielleicht wirkt der Raum auch einfach kleiner, als er tatsächlich ist. Also ich finde, das ist bei Sims richtig oft, dass man erstmal denkt, oh, der Raum ist ja klein und dann ist er irgendwie doch nicht so klein.
Oder andersrum, man denkt, das ist eigentlich genug Platz und dann ist doch nicht genug Platz. Ja, habe ich mich doch für den Teppich entschieden. Ich glaube, der passte da etwas besser hin. Und der andere ist jetzt unter dem Tisch. Ich glaube, meine Idee mit dem Teller war, dass irgendwie Sishui den gemacht hat. So als kleines Kind. Fände ich irgendwie eine süße Idee. Ich weiß, Leute, die jetzt Mother Sushi nicht kennen, werden sich so denken, was wäre? Ja. Ich hoffe, man hat das eben nicht gehört, dass meine Mutter die Treppe runtergegangen ist. Ich wurde auch voll rausgebracht, weil sie nach Hause gekommen ist und ich so dachte, jetzt muss ich aufhören, jetzt kann ich nicht mehr weiter aufnehmen. Und mir ist es immer unangenehm, wenn ich dann aufnehme und sie da ist und sie das hört und manchmal weiß sie auch nicht, was ich mache. Also ich rede einfach mit mir selber. Aber es hat ja einen Sinn, es hat einen Hintergrund. Ich dachte irgendwie, ich hätte eine Sofaecke gemacht, aber scheinbar habe ich einfach ein Bücherregal hingestellt. Da gibt es doch kein richtiges Wohnzimmer. Da war ich am Überlegen, welche Art von Schrank da irgendwie besser hinpasst. Ich wollte gern die Realm of Magic Sachen benutzen, aber ich wollte natürlich auch, dass es gut aussieht und da gut hinpasst. Ich habe mir einfach so viel Mühe gegeben bei diesem Bauprojekt. Eigentlich bei allen, die ich immer für Videos mache. Sowieso, ich mag Bauen total gerne und ich mag das so richtig detailliert zu machen. Habe ich immer voll viel Spaß dran. Ich will euch auch unbedingt noch alle Sachen zeigen, die ich so mal, also unabhängig von einem Let's Build gebaut habe. Weil da gibt es auch einiges. Ja. Also jetzt tue ich doch ein Sofa dahin, aber wahrscheinlich eher so Leseck-Sofa, nicht so Fernsehecke. Ich glaube, ein Fernseher würde da irgendwie sowieso nicht reinpassen. So vom ganzen Vibe her und vom, ja, also auch so ein bisschen von der Backstory. Ich finde, das passt irgendwie nicht so gut. Also klar kann man auch so eine moderne Version machen, aber ich finde, hier passt eher so eine Bücherecke. Und ihr seht sehr klar, wie ich mich nicht für ein Sofa entscheiden kann. Ich wollte irgendwas von Insel nehmen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das da gut reinpassen könnte. Aber als ich mir das dann so angeguckt habe, passte das irgendwie doch wieder nicht so. Ist immer ganz schlimm, wenn man ja guckt und dann denkt, okay, vielleicht könnte das passen. Und man hat so eine Idee und dann guckt man sich's an und denkt so, nee, doch nicht. Das habe ich so oft in Sims, das ist richtig schlimm. In Sims zumindest kann man es schnell wieder rückgängig machen. Im realen Leben ist das ein bisschen, ja, nicht so einfach. Habe ich mich für die von Dschungel Adventure. Heißt das so? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir die Namen für die Packs so schlecht merken. Ist richtig schlimm. Vor allen Dingen die Deutschen kann ich mir nicht merken. Ich glaube jetzt. Ein Teppich? Ein Teppich? Ein Teppich. Ich wusste, ich würde jetzt noch einen Teppich suchen, weil das genau das ist, was fehlt. War es mir ein bisschen alles zu sehr weiß. Deswegen habe ich ein anderes Weiß genommen. Es ist schon alles sehr blau-weiß, aber das war auch so ein bisschen das Ziel. Ich liebe übrigens auch diesen Turm. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch in dieser Aufnahme komplett eingerichtet habe, so wie ich mir den vorgestellt habe. Also, so wie der dann am Ende ist, so endgültig eingerichtet. Noch mehr Wanddeko. Ich finde diese Realm of Magic-Bilder sind einfach so cool. Die benutze ich richtig gerne, wenn das so ein bisschen reinpasst vom Stil her. Achso, und ich habe auch Vorhänge vor diese Durchgangstür gemacht. Das fand ich irgendwie auch cool. Kann sein, dass ich das sogar schon in einem vorherigen Video gemacht habe. Oh ja, Musik habe ich, glaube ich, noch reingepackt. Weil das passt auch wieder sehr gut. Auch wenn es jetzt. Ja, gut, Grammophon ist jetzt nicht so modern. Aber
Ja, ein bisschen moderner kann es ja ruhig sein. Ich meine, die haben auch eine Küche mit einem normalen Herd und so. Wobei der von Realm of Magic ja auch nicht so ganz modern aussieht. Ich habe die Couch nochmal ausgetauscht. Das ist die von Parenthood. Wie heißt das auf Deutsch? Elternfreuden? Glaube ich. Jetzt noch. Ach, Lichter. Ich brauche noch mehr Lichter. Es war ein bisschen noch zu dunkel da drin. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, Vorhänge. Ich weiß aber gar nicht, ob ich noch Vorhänge aufhänge. Ich finde, also jetzt sieht es irgendwie, die Fenster sehen so nackt aus. Aber andererseits glaube ich auch, dass es keine Vorhänge gibt, die da so gut hinpassen. Vielleicht tue ich auch gar keine Vorhänge. Vielleicht versuche ich das auch gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt kommt erstmal noch mehr Deko auf diesen kleinen Tisch. Weiß gar nicht mehr, ob das Sachen. Ich glaube, für chinesisches Neujahr waren das sogar Sachen, die mal reingepatcht wurden, die ich mir da gerade angucke. Was ja eigentlich sehr gut passt, weil. Ist ja irgendwie so ein bisschen inspiriert halt von einem chinesischen Roman und so. Von daher, ja, aber ich weiß nicht mehr, ob ich es da gelassen habe oder nicht. Ich glaube, ich habe es da gelassen. Ich hatte ja auch schon den Baum davon draußen hingestellt, diesen Orangenbaum. Und noch eine Pflanze. Rot, weil rot ist die Farbe für oder von Wei Wuxian, so ein bisschen, finde ich. Deswegen habe ich manchmal so ein paar rote Elemente mit reingebracht. Jetzt kommen wir noch zu dem kleinen Badezimmer. Ich glaube, es ist genauso groß wie die Küche. Oder vielleicht ein kleines bisschen kleiner. Aber ich glaube, da habe ich auch hinbekommen, alles reinzukommen. Eigentlich reicht das auch schon so, weil die haben ja ein Spülbecken. In der Küche, theoretisch. Für die Funktionalität wäre das genug. Aber ich habe natürlich hier auch noch ein Waschbecken gemacht. Es war nur ein bisschen blöd mit dem Fenster, deswegen habe ich das nochmal umgestellt. Weil ich werde natürlich auch einen Spiegel aufhängen. Ich glaube, meine Stimme stirbt schon ein bisschen. Wir sind jetzt, glaube ich, auch gleich am Ende angelangt. Also ich werde gleich nochmal so ein bisschen eine Tour durch dieses kleine Gebäude hier machen. Und weil ich habe noch Screenshots gemacht. Und da könnt ihr es euch dann nochmal anschauen, wie es geworden ist. Und ja, dann hoffe ich, dass ich nächstes Mal, ja, dann hoffe ich, dass ich demnächst auch das mal weiterbaue und das auch mal beenden werde, sodass ihr da euch das dann von der Galerie runterladen könnt. Ja, aber bis jetzt bin ich halt so weit in etwa gekommen. Jetzt hänge ich hier noch die letzten Sachen auf und ich glaube, dann mache ich eine kleine Tour. Okay, ich habe es einfach da auf den Boden gestellt. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse. Ja, doch, ich glaube, ich lasse es so. Es gibt ja keinen Stauraum in diesem Badezimmer offensichtlich, also muss das alles unter dem Boden auf dem Waschbecken stehen. Auf dem Boden unter dem Waschbecken stehen, so rum. Ich liebe es einfach, überall so kleine Details hinzustellen. Ich finde, das macht irgendwie. Dadurch wirkt das irgendwie gleich viel lebendiger. Ich weiß nicht, ich mag das voll gerne. Wenn das fehlt, dann bin ich auch irgendwie immer traurig hier. Eigentlich ist es ja nur so unnötige Deko, in Anführungszeichen, aber. Es gibt dem halt erst so richtig dieses Feeling, finde ich. Ja, ich glaube, kommt noch ein Vorhang vors Fenster? Nein, ich bewege das Licht. Auch gut. Ja, jetzt gibt es nochmal eine kleine Tour, wie ich gesagt habe. Könnt ihr nochmal sehen, also hier ist der, ja, Eingangsbereich, wenn man reinkommt zur Tür. Und hier ist dann die kleine Mini-Küche. Direkt, wenn man reinkommt. Und von da aus geht es dann rüber in das kleine Schlafzimmer.
beziehungsweise Schlaf- und Wohn- und Essbereich, alles zusammen, ein offenes Schlafzimmer. Ist halt wirklich so ein süßes Tiny House eigentlich. Ja, alles sehr dekoriert. Und dann hier durch die kleine Tür. Achso, jetzt kommt nochmal diese Ecke. Wenn man sich die nochmal genauer anschauen kann. Oder angucken, je nachdem. Und das Badezimmer, was ich gerade noch fertig gemacht habe. Ich finde, das ist alles sehr schön geworden. Und ja, ich werde noch viele weitere Bauprojekte machen, hoffentlich. Und dieses beenden. Und ja, wenn ihr Lust habt, euch das anzugucken, dann abonniert doch gerne und gebt dem Video einen Daumen hoch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!